Im Honigle-Schreibel stelle ich euch das beste Deck für die neue Skelettdrachen-Feuer-Chaos-Challenge vor. In dieser Challenge müsst ihr die 8 Siege schaffen, dürft dabei nur zweimal verlieren am Ende. Bei den 8 Siegen könnt ihr hier diese Gold-Kiste, diese Gold-Crate gewinnen, wo ihr wirklich sehr, sehr gute Rewards mitnehmen könnt. Außerdem natürlich noch Tokens, wirklich jetzt nicht die besten Rewards, aber eine Challenge, die man als Free-to-Play-Spieler und ein Spieler, der jetzt nicht irgendwie 3 Milliarden Euro ins Spiel gestellt hat, unbedingt spielen sollte und natürlich unbedingt die 8 Siege schaffen sollte. Und dazu zeige ich euch jetzt das beste Deck. Das Mario-Best Deck für die Challenge ist meiner Meinung nach dieses Golem. Der Golem-Deck ist einfach absolut sinnig. Wir haben die Pump drin, wir haben Electro-Dragon drin und Baby-Dragon. Die Dragons natürlich, darum geht es halt, Challenge, werden einfach spawnen auf dem Feld von der Seite. Sehr, ich weiß nicht, ob es immer hundertprozentig random ist oder ob sie wirklich eine Reihenfolge haben, wie sie jedes Game gleich spawnen. Das können wir auf jeden Fall gleich sehen. Aber auf jeden Fall ist das das Ziel. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Counter drin gegen die Skelly-Dragons, die dann spawnen. Dark Prince und Lumberjack als Support-Card. Außerdem, falls der Gegner so eine Rakete hat, Feuerball, haben wir mit dem Elixier-Samen natürlich auch noch ein Bait. Das heißt, der Gegner muss seine Rakete entweder da drauf werfen oder aufs Backup. Golem als Memory Girl schützt noch zwei Zauber und würde ich sagen, wir springen jetzt ein paar Games. Ich zeige euch, wie ihr dieses Deck zu spielen habt und welches andere Deck ich euch vielleicht noch empfehle, falls ihr kein guter Golem-Spieler seid. So, Game Nummer 1, Deck Nummer 1 gegen GG hier. Wir spielen gerade hier auf dem Dev-Account, falls sich Leute wundern, hä, wie kannst du um 10 Uhr, wenn die Challenge gerade raus ist, direkt das Video aufnehmen? Ja, ich spiele auf dem Dev-Account gegen andere YouTuber und wir starten hier mit dem Barber. Wir sehen können am Anfang die Skeldrake spawnen, hier etwas in der Mitte. Und ich denke, Golem ist einfach ein sehr, sehr einfaches Deck zu spielen. Wir spielen jetzt einfach die Elixierpumpe rein. Bald könnte es natürlich auch sein, das ist ein kleiner Sneak Peek, über den ich jetzt mal kurz reden wollte. Wir sehen hier, das Globalturnier sollte ja eigentlich jetzt erst den nächsten Tag kommen. Das ist jetzt schon im Game. Und es gibt da so ein bisschen Spekulation, vor allem weil Drew auch letztens gepostet hat, dass er gerade dabei ist, ein TV Royale aufzunehmen. Dass es vielleicht sein könnte, dass in den nächsten Tagen anstatt des globalen Turniers schon ziemlich, ziemlich bald die ersten krassen Update-Infos hier auf diesem Kanal geben würde, oder allgemeine Cashback geben würde, die ich natürlich hier auf dem Kanal als erste oder als erster teilen kann. Also um den Kanal kostet abonnieren natürlich auch ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Sobald ich Infos raushauen darf, werde ich es machen. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich gehe davon aus, dass es bald losgeht. Ja. So, wir spielen gegen Lava und Deck. Natürlich, über welche Decks reden wir, wenn es in das Gatoring Change geht. Wahrscheinlich Beatdown Decks. Decks, die allgemein hier von dieser Karte hier natürlich supported werden, unterstützt werden. Solche Karten halt wie Golem, Lava und natürlich sehr, sehr gut, weil Gatorings in den Decks halt gut funktionieren. Außerdem Graveyard werden wir gleich noch sehen. Natürlich auch gut als Tank, aber allgemein Beatdown-Decks bin ich persönlich ein größerer Fan von. Spam-Decks würde ich zum Beispiel gar nicht so krass spielen, weil die Scale-Dragons halt die Spam-Decks countern. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine sehr, sehr krasse Beatdown-Challenge. Bin ich nicht der größte Fan von, aber so wird es wahrscheinlich ausgehen. So, wir haben hier einen fetten Exe-Vorsprung, das heißt, wir werden jetzt einfach den Golem sogar davor spielen. Klingt sehr, sehr dumm, sieht auch sehr, sehr dumm aus, aber Golem allgemein natürlich sehr, 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 sehr solide hier. Und dann würde ich sagen, bringen wir jetzt den Lumberjack rein. Und spam jetzt einfach als Dead. Ihr könnt schon sehen, wir haben so viel Stuff auf dem Feld. Das ist wirklich sowas von krass. Der Gegner kann hier eigentlich gefühlt gar nichts machen. Und das sieht hier sehr, 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 sehr gut aus. Ich glaube, ich bringe jetzt hier auch gleich die nächste Truppe rein. Ich glaube, ich bridge spam jetzt einfach, weil ich ganz genau weiß, ich habe einen Exil-Vorsprung. Das ist das einzig Wichtige, was ihr so lernen müsst, wenn ihr Golem spielt. Das Einzige, wo es wirklich darum geht, zu wissen, wann oder wie die besten Golem-Spieler von schlechten Golem-Spielern unterschieden wird, ist einfach das Timing, welche Truppe spielt man, wann den Golem und wann spam einfach nur rein, wann weiß, was man für einen Exil-Vorsprung hat. Und jetzt wissen wir, okay, das Game ist gewonnen, der Gegner kann jetzt nochmal 40 Sekunden einfach nur verteidigen. Aber das Game ist auf jeden Fall Free Win hier. Und das zeigt einfach schon mal gegen Lava und habt ihr mit diesem Deck sehr, sehr gut antworten. Deswegen habe ich auch den Electro-Dragon drin, falls der Gegner einen Fair-Dragon hat. Und ein Fair-Dragon natürlich auch sehr, sehr gut gegen Golem ist. Aber Electro-Dragon einfach sehr, sehr gut. Selbst wenn der Gegner jetzt Feuerball Zap hätte, könnte er den Electro-Dragon nicht killen. Wenn er Feuerball Pfeil hat, wird es etwas schwieriger. Aber selbst dann die Scale-Drinks einfach supporten und einfach unfassbar stark. GG's Replayed, erstes Game gewonnen. Let's go. So, die Game Nummer 2, was ich hier euch zeigen will, ist hier gegen einen Friedhof-Spieler. Natürlich, Friedhof kann man auch sagen, ja, ist jetzt nicht so schlecht gegen Golem, aber ihr werdet es sehen mit Elixierpumpe vor allem. Die Elixierpumpe generiert halt immer plus ein Elixier gegen jeden Zauber außer Earthquake. Das heißt, wenn der Gegner eine Rakete drauf spielt, plus 1, wenn der Gegner ein Feuerball drauf spielt, plus 1, wenn der Gegner ein Lightning drauf spielt, auch plus ein Elixier. Das heißt, die Pumpe zu spielen ist immer sehr, 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 sehr sinnvoll. Außerdem Electro-Dragon auch wirklich so gut gegen Spells. Außer es dreht sich jetzt hier halt um den Lightning. Finde ich den Electro-Dragon einfach eine sehr, 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 sehr unterschätzte Karte im Meta. Noch eine wirklich sehr nervige Karte. Und Electro-Dragon ist auch so ein Grund, warum zum Beispiel so Decks wie E-Golem immer noch ab und zu gespielt werden und Leute immer noch sehr, sehr krass aufregt. So, Gegner spielt den Baby-Dragon rein. Wir kriegen schon wieder einen guten Chip-Damage. Diese Skate-Dragons forcen halt immer krass Felixier raus. Natürlich, wenn du ein Deck spielst, was sehr, sehr control-oriented ist, das heißt kein Beatdown-Deck, wie wir es jetzt spielen, da kannst du nicht einfach so viel Damage zulassen. Dann musst du es eigentlich mal verteidigen. Und natürlich willst du als Golem-Spieler, dass der Gegner extrem viel Elixier committen muss gegen Truppen, wo, ja, die wir gar nicht setzen. Das heißt, die Scalings, die kosten ja kein Elixier, weil die einfach aufs Feld gespawnt werden. Und ist natürlich optimal, dass der Gegner da immer wieder Elixier gegen committen muss. So, Eismalkorb jetzt vom Gegner rein. Wir haben einen guten Elixiervorsprung. Ihr seht jetzt hier schon, die Scalings spawnen einfach gerade wieder.
ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lustig. So, wie gesagt, jetzt gibt es hier den Electro-Drink rein plus das Barbell. Ich glaube, jetzt geht er hier sogar links rein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil wir kein Barbell mehr haben. Wird hier, glaube ich, gemacht. Genau, jetzt müssen wir hier ein Lumberjack spielen plus gleich einen Baby-Drink. Der Friedhof wird auf jeden Fall ein bisschen Chip-Damage machen. Aber jetzt könnt ihr gleich sehen, der Skelly-Drink-Spawn hier war sogar sehr, sehr lucky, weil durch den Scaling-Spawn ist der Baby-Drink nicht an den Turm gegangen, hat nicht irgendwie 300, 400, 500 Damage gemacht mit den Splash-Hits, sondern hat einfach gar kein Damage gemacht, weil der Scaling-Drink hier einfach gespawnt ist. Auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, sehr, 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 sehr geil. Ja, so, gegen das Spiel 10 Barbell von Eismark kann man auf jeden Fall machen. Wir spielen unser eigenes Barbell. Es geht auf jeden Fall klar und ihr seht, die Scaling-Spawn wieder. Leider in den Baby-Drink vom Gegner rein, das heißt, sie kriegen jetzt nicht unfassbar viel Value. Wobei der eine Scaling-Drink überlebt, glaube ich sogar. Sehr, 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 sehr gut. Ihr könnt ihr sehen, jetzt geht es einfach nur darum zu spammen. Selbst wenn er jetzt einen Feuerball plus Nado spielt, ist er nicht in der Lage, alles zu treffen, weil die Truppen sich wieder ausblitten. Eine Scaling bleibt hinten, der Dark Prince bleibt zu der Mitte, der Lamage geht auf den Eismagier drauf, Tornado kommt rein und ihr könnt schon sehen, jetzt kommen die nächsten Scalings. Er muss jetzt hier irgendwie das versuchen zu verteidigen, kann er nicht. Und so funktioniert es meistens. Relativ simpel, relativ einfache Strategie, das sollte jeder von euch spielen. Auch ganz, ganz wichtig, ihr könnt nicht jede einzelne Karte in der Challenge spielen, soweit ich es weiß. Das heißt, falls ihr keinen Champion habt, solltet ihr auf jeden Fall, ja, kann ich auf jeden Fall euch das Deck empfehlen, weil diesen Deck halt kein Champion ist. GG's well played, gutes Game. So, nächstes Game und natürlich reden wir jetzt über ein Deck, was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann. Dieses Electro-Giant Deck, falls ihr den Golden Knight habt, könnt ihr auf jeden Fall den Golden Knight für das Mega Man spielen, was jetzt hier Woho spielt. Und falls ihr, ja, den Golden nicht habt, würde ich euch für das Mega Man vielleicht noch so einen dunklen Prinz oder einen Mini-Packer empfehlen, falls wirklich viele Leute E-Giant spielen. Also kommt euch drauf an. Wenn wirklich sehr, sehr viele Leute E-Giant spielen, würde ich aber das Deck, was der Gegner spielt, einfach mit, Mini-Packer anstatt Megamin spielen, dass ich noch ein bisschen Single-Target-Damage habe. Aber allgemein muss man wirklich sagen, dass E-Giant wirklich sehr, sehr krass OP ist. Aber ich persönlich finde mein Deck irgendwie ein bisschen cleaner, ein bisschen cooler. Aber ja, mal schauen. So, Holzfeuer kommt auf jeden Fall rein. Muss auf jeden Fall sagen, dass der Gegner wirklich gute Antwort gegen uns hat. Wir gewinnen es trotzdem, weil der Gegner hier ein paar Fehler macht. Ich zeige euch jetzt einfach, wie. Also, das Matchup ist auf jeden Fall nicht so gut, muss ich euch ehrlich sagen. Wie gesagt, E-Giant ist vielleicht das bessere Deck. Aber ich finde persönlich, dass der Golem ein bisschen besser mit den Scaly Dragons harmoniert. Da müsst ihr auf jeden Fall gucken, was besser liegt, gegen was ihr öfter spielt. Das sind so die zwei Decks, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. So, wir bringen jetzt den Golem rein. Und natürlich sehen wir jetzt hier gleich, der Gegner spielt auch die Spiegelvariante, die persönlich sehr, 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 sehr gut ist. Der Electro Dragon kommt rein. Baby Dragon kommt rein. Und wir sehen jetzt hier wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Wobei, man sieht jetzt hier gleich wieder die nächsten E-Giant spielen. Man denkt so, man kommt durch. Aber der gespiegelte E-Giant, deswegen ist der killt nicht nur alle Truppen, weil er Level 13 ist und komplett OP ist. Das ist halt krass. Erstmal wurde der E-Giant gebufft und dann haben die noch den Spiegel eines oder ich glaube ein, zwei Monate davor noch gebufft. Das ist einfach jetzt so krass, wie die Kombination wirklich sich auswirkt hier. So, ich bringe jetzt auf jeden Fall meine Pumpe rein und ihr könnt schon sehen, wir haben auf jeden Fall hier ein Problem. Wir kriegen links ein bisschen Damage, was auf jeden Fall boost, aber jetzt kommt der nächste E-Giant in die Brücke und es sieht wirklich gerade gar nicht so gut aus. So, jetzt gibt es die nächsten Scaldies an die Dings. Jetzt kommt hier Nado von uns. Aber der Gegner kann natürlich jetzt direkt den nächsten E-Giant spielen. Hätte ich vielleicht nicht nadeln sollen und einfach ein bisschen chillen sollen. Wir werden auch am Ende noch einen kleinen Fehler machen, der uns auf jeden Fall krass viel kosten wird. So, was ich jetzt hier machen werde, ist einfach den nächsten Lumberjack draufspielen. Vielleicht hätte ich es auch lassen sollen und bringe jetzt hier einfach, glaube ich, gleich meinen nächsten, ich glaube, ich bringe jetzt hier lieber meine Dragons einfach an die Brücke, einfach nur um versuchen, seine Dragons zu killen. So, mache ich jetzt hier auch meine Electric Dragon. Jetzt kommt hier sein E-Giant nach hinten, glaube ich. Was ich jetzt machen werde, ist einfach meinen, Darkus nach hinten spielen. Er bringt, glaube ich, jetzt eine sehr, sehr interessante Kanone. Ja, ich glaube, er bringt jetzt Kanone. Einmal nach da. Und jetzt bringt er gleich, glaube ich, noch die nächste Kanone rein. Ich glaube, er bringt jetzt die Doppelkanone auf jeden Fall. Die Scaling Spawn hier sehr, sehr glücklich für uns. Das ist genau, was ich meine. Die Scaling ist natürlich sehr, sehr geil hinter den Golem. Und er bringt jetzt hier, glaube ich, gleich. Okay, ich versuche jetzt eine Pumpe zu bringen. Aber ich habe die Pumpe komplett gemisst. Pumpe gegen Angel eigentlich relativ solide. Und ihr könnt sie jetzt, wollen wir hier Nado bringen. Der Gegner wirft jetzt hier, glaube ich, gleich, ja, versucht hier noch das wegzunehmen. Du bringst jetzt die nächsten Scaldrinks, kommt, Rakete kommt vom Gegner. Und wir kriegen hier seinen Turm. Und ich muss wirklich sagen, das ist jetzt noch so ein Tipp, den ich euch geben kann, falls ihr gegen Electro-Giant spielt. 1-1 ist eigentlich immer eine relativ gute Situation. Gegen Electro-Giant muss man auch sagen, bei 0-0 hat der Gegner meistens Matchup. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Variante. Aber bei 1-1 sollte ich eigentlich immer gewinnen, weil ihr dann einfach defensiv spielen könnt, eure Truppe instellen könnt. Und bei 1-1 gewinnt meistens der Tank, der einfach größer ist. Und unser Tank ist einfach der fettere Tank. Unser Tank hat mehr Leben. Ich spiele jetzt einfach nur eine Pumpe drauf, einfach nur um dieses plus 1 Elixier mitzunehmen. Klar, er kriegt lieber 400 Damage, aber generell würde ich sagen, es ist immer eine Situation oder ein Play, den wir machen können. Und jetzt bringen wir einfach den Electro Dragon rein und das ist auf jeden Fall hier gerade sehr, 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 sehr gut. Ich bin wirklich mit der Situation relativ zufrieden. Ich glaube, jetzt bringe ich hier gleich den nächsten Golem einfach nach vorne und das Game sieht jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Er bringt jetzt den defensiven E-Giant, jetzt spiele ich, glaube ich, gleich den nächsten E-Giant rein.
Und das Game ist auf jeden Fall gewonnen. Dieses Deck kann ich auf jeden Fall euch empfehlen. Das Deck vom Gegner auch. Schreibt gerne mal rein, mit welchem Deck ihr die 8 Siege geschafft habt. Welches Deck könnt ihr noch empfehlen? Und seid ihr auch so gehyped für das große Clash Rabble? Was denkt ihr wird kommen? Danke fürs Anschauen, wenn ihr bis jetzt geschaut habt. Denkt an Creator von Bottom Shop. Vielen Dank an der jeden Einzelnen, der mich supportet, der jeden Tag meine Videos schaut. Und dann sehen wir uns heute Abend auch natürlich wieder im Livestream. 20 Uhr geht's los. Haut rein und danke fürs Anschauen.